Willkommen zum Video zum Arbeitsblatt Graphen der Winkelfunktionen. In diesem Video werden wir eine Funktionsgleichung vom Graphen ablesen. In dem Video wendest du zuvor Gelerntes an und du wiederholst und festigst dein Wissen über die verschiedenen Parameter. Wir betrachten diesen Graphen. Pausiere das Video und versuche zuerst die Parameter selbst herauszufinden. Also es geht nun um die Funktion y von t ist gleich a mal Sinus von Omega mal t plus phi plus c. A ist die Amplitude und sie ist größer als 0. Die ist hier eingezeichnet. Wir können den Wert ablesen, er beträgt 3. Die Verschiebung in y-Richtung hier ist 2. Die Periodendauer t ist hier grün eingezeichnet. T beträgt Pi, also beträgt Omega ist gleich 2 mal Pi durch T, also 2 mal Pi durch Pi ist gleich 2. T0 findest du hier. Der Wert für T0 ist Pi halbe. Und da T0 ist gleich minus Phi durch Omega ist, können wir Phi berechnen. Phi ist minus Omega mal Pi halbe, also minus Pi. Unsere Funktionsgleichung ist somit 3 mal Sinus von 2t minus Pi plus 2.